Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eins möchte ich heute Morgen ausdrücklich feststellen. Wir haben heute mal wieder gute Nachrichten für die Kitas und damit gute Nachrichten für die Erzieherinnen, für die Kinder und für die Eltern in Nordrhein-Westfalen. Denn das ist die Realität. Das mit dem heute eingebrachten Gesetz der rot-grünen Landesregierung, die Einrichtung, die Kitas, mehr Geld, mehr Mittel an die Hand bekommen, um die laufenden Personal- und Sachkosten zu finanzieren. Und das muss auch die Opposition hier heute Morgen wahrnehmen. Aber gleichzeitig ist es richtig, was CDU und FDP selbstkritisch feststellen, dass vom ehemaligen CDU-Familienminister Laschet auf den Weg gebrachte sogenannte Kinderbildungsgesetz, es war ein Spargesetz. Es war von Beginn an unterfinanziert. Die jährliche Dynamisierung von 1,5% schafft eine Lücke zwischen den realen Kosten und den Einnahmen, die die Kitas haben. Das ist die berühmt-berüchtigte Laschet-Lücke. Und das haben wir übrigens als damalige Opposition, Grüne, SPD, fast alle Verbände schon vor der Verabschiedung 2008 gesagt. Und wenn Sie damals auf uns gehört hätten, dann wären die Kitas heute überhaupt nicht in dieser schwierigen Situation. Wir beginnen mit Rot-Grün, die Laschet-Lücke zu schließen. Mit diesem Gesetzentwurf geben wir den Kitas wieder mehr Luft zum Atmen. Wir handeln, während die Opposition hier wieder einmal nur Daten sammeln will. Das ist der Unterschied. Kollegin, gestatten Sie Zwischenfrage von Herrn Kern? Und das Beste ist, endlich sind sich alle Akteure, und auch das ist neu, und diese Situation hatten wir 2010 noch nicht. Wir hatten sie auch nicht 2012. Alle Akteure im Feld sind sich einig. Dieses Kiebitz ist nicht weiter reformierbar. Wir brauchen eine vollkommen neue gesetzliche Grundlage für ein nachhaltiges, am Kind orientiertes Finanzierungssystem. Und Herr Jörg hat es eben gesagt, wir haben das mit den Kommunalen Spitzenverbänden vereinbart, die Fraktionsspitzen von SPD und Grünen, dass wir eine solche finanzielle Grundlage, ein neues Gesetz miteinander auf den Weg bringen. Und das bedeutet, und das ist die gute Nachricht, den Einstieg aus dem Ausstieg aus dem Kiebitz, und das ist zwingend notwendig. Aber statt hier mitzugehen, machen wieder CDU und FDP auf Fundamentalopposition, das kennen wir ja schon. Dabei hat Herr Ten Humberg am 3. Dezember 2015 in diesem Hause noch erklärt, ich zitiere, sorgen Sie dafür, da meint er uns, dass die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände und die Spitzenverbände ins Boot kommen. Unterschreiben Sie dieses Papier, dann sind wir auf Ihrer Seite. Wir sind gespannt, aber ich muss sagen, nicht sehr optimistisch, Herr Ten Humberg, ob die CDU diese Zusage einlösen wird, ob Sie da zu Ihrem Wort stehen. Denn das, was Sie hier bieten heute Morgen, die Ministerin hat es mit Muppets-Show gekennzeichnet. Ich würde sagen, es ist mal wieder Kasperle-Theater. Es zeigt, statt mit uns diesen Weg zu gehen, den Kitas mehr Geld zur Verfügung zu stellen, machen Sie wieder hier nur parteitaktische Spielchen. Sie bleiben beim puren Meckern und Mäkeln. Es kommt kein einziger konkreter Vorschlag. Zum wiederholten Male nicht. Kein Konzept der Opposition, geschweige denn ein Gesetzentwurf, wie Sie denn die finanzielle Situation der Kitas verbessern wollen. Ach doch, ein Vorschlag gibt es. Ein Vorschlag gibt es, ich habe ihn schon erwähnt, täglich grüßt das Murmeltier, wir hatten ihn bestimmt schon dreimal hier in der Beratung, mal wieder der Vorschlag, das Gesetz zu evaluieren. So sieht das aus, die Opposition will Daten sammeln, Rot-Grün setzt konkrete Fakten, Rot-Grün handelt. Das ist der Unterschied. Vielleicht verraten Sie uns doch mal, ich finde, das wäre mal spannend für alle Beteiligten, wie Sie denn heute zu dem von Ihnen verbockten Gesetz stehen. Wenn Sie uns in Antrag auffordern, in Ihrem, wir sollen jetzt ein gutes, funktionales Finanzierungssystem einführen, dann heißt das doch übersetzt, Sie sehen jetzt selber, dass eben dieses Kiebitz kein gutes, funktionierendes System ist, sondern dass es schlecht und dysfunktional ist. Dann sagen Sie das doch bitte aber auch mal laut und deutlich und distanzieren Sie sich hier von diesem Machwerk. Aber diesen Mut haben Sie nicht, dafür Verantwortung zu übernehmen. Meine Damen und Herren, ich kann sagen, es erfüllt einen schon mit großer und tiefer Zufriedenheit, wenn unser Regierungshandeln, unser rot-grünes Regierungshandeln, die Forderung der Opposition hier weit übertrifft.
Die CDU hat nämlich mal gerade in den Haushaltsberatungen sehr kleinmütig nur 1% Erhöhung der Dynamisierung gefordert, hat alles mal wieder auf die lange Bank geschoben. Wir haben Wort gehalten mit dieser Landesregierung, mit den sie tragenden Fraktionen und sind jetzt real bei 5,8% mehr für die Kitas. Das ist eine Lücke von 4,8%, die wir den Kitas mehr geben, als dass die Opposition sich traut zu fordern. Und das spricht für sich, meine Damen und Herren. So, Frau Kollegin, die Redezeit ist am Ende, aber es gibt eine Kurzintervention. Ja, sehr gerne. Die werden wir dann auch ermöglichen. Herr Tenumberg, Sie wollten die Kurzintervention nutzen. Danke. Jetzt ist das Mikro auf. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich will mal drei Sachen klarstellen. 2007, 2008, Frau Asch, waren alle Unterschriften unter dieser Vereinbarung. Wie kommen Sie dazu, von Hinterzimmerpolitik zu sprechen, wenn alle Betroffenen und Beteiligten, Landschaftsverbände, kommunalen Gemeinschaften, alle Träger, alle Kirchen, diesen Vertrag mit unterschrieben haben, dazu zu kommen, dass wir eine Hinterzimmerpolitik gemacht haben. Ich stelle fest, dass heute ich nicht weiß, wer zum Beispiel verhandelt bezüglich der neuen Regelungen, ob die Fraktionen verhandeln oder ob das Ministerium verhandelt. Wäre ich auch mal dankbar, wenn man da eine Auskunft erteilt. Sie haben, zweite Anmerkung, Sie, im Gesetz ist verankert worden, Evaluation, Novellierung 2011. Ich stelle fest, Sie sind 2010 an die Regierung gekommen, Sie haben das nicht umgesetzt. 2011 ist nicht evaluiert worden. Und dann zitiere ich einfach mal wieder aus dem Geschäftsbericht der AWO, wo dann drin steht, die besonderen Herausforderungen seit 2012 bestanden in der Diskrepanz zwischen der Steigerung der tariflichen Personalkosten und der damit nicht einhergehenden Finanzierung durch das GIBETS. Wer war denn 2012 eigentlich verantwortlich dafür, dass die ausreichende Finanzierung gegeben wird? Wir nicht. Sie haben 2011 die Sache verpennt und Sie haben die falschen Prioritäten gesetzt. Und nun beklagen Sie sich nicht bei uns. Also, lieber Kollege Tenhumberg, ich hatte ja die Hoffnung, dass Sie jetzt auf meinen Appell eingehen und sich endlich mal hier ganz klar von diesem Gesetz, was Sie auf den Weg gebracht haben, distanzieren. Stattdessen kommen Sie mit kleinkarierten Karo, wer mit wem verhandelt und wer Ihnen damals... Und wer Ihnen damals zugestimmt hat, und selbst wenn es so war, dass Sie einen Teil der Verbände hinter sich hatten, ist es doch ein falsches Gesetz. Dann bleibt es doch ein falsches Gesetz, was aus Ihrem Hause kam und was Sie hier verteidigt haben gegen alle Kritik in den Anhörungen und gegen alle Voraussage, dass das eintritt, was Sie ja hier selbst in Ihrem Antrag beklagen, dass nämlich Kitas in eine finanzielle Endlage kommen. Das ist das Ergebnis Ihres Gesetzes. Ich kann nur sagen, wir werden in den nächsten Wochen darüber beraten, wie die Form der Umsetzung im Gesetz, in dem jetzt vorliegen, den Details, den Ansprüchen der Arbeit vor Ort entspricht. Das werden wir jetzt, und da sind wir im Parlament dran, und das sollten Sie wissen als langjähriger Kollege, da gehen wir jetzt in die Gespräche, in die Anhörung mit Trägern, den Kommunen und werden das intensiv auch mit den Erzieherinnen und Eltern diskutieren. Die jetzigen Signale im Übrigen, Herr Tenhumberg, jetzt hört er nicht zu, stellt mir eine Frage, aber es interessiert ihn die Antwort nicht, auch das kein guter Stil. Die jetzigen Signale aus der Kita-Landschaft von allen Beteiligten waren eindeutig positiv und zustimmend zu unserem Überbrückungs- und Finanzierungsgesetz. Und deshalb freue ich mich sehr auf die Beratung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.